Von gigantischen Meeresbewohnern bis hin zu kleineren, aber erstaunlich mächtigen Insekten. Gegen diese Tiere sind Markus Rühl oder Arnold Schwarzenegger ein Witz. Willkommen zu unserem heutigen Video über die Top 7 der stärksten Tiere der Welt. Doch bevor du weiterschaust, schreib uns doch jetzt gerne einmal in die Kommentare, was deiner Meinung nach das stärkste Tier der Welt ist. Let's go! Du bist neu hier? Dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Wenn dir das Video gefällt, lass uns doch einen Daumen nach oben da. Nummer 7. Das Salzwasserkrokodil. Den 7. Platz auf unserer Liste der stärksten Tiere der Welt nimmt das Salzwasserkrokodil ein. Bekannt für den stärksten Biss aller Tiere. Diese beeindruckenden Reptilien sind für ihre enorme Kraft berühmt und sind zudem als die schwersten Krokodile der Welt anerkannt. Salzwasserkrokodile sind wahrhaftige Giganten, die bis zu 2200 Pfund bzw. 1,1 Tonnen wiegen können. Ihre Größe ist jedoch nur ein Teil ihrer beeindruckenden Erscheinung. Das wirklich Erstaunliche an diesen Krokodilen ist die Kraft, die in ihren Kiefern steckt. Während der menschliche Kiefer etwa 200 Pfund, also 100 Kilogramm Bisskraft erzeugen kann und selbst ein Löwe es nur auf 500 Kilogramm bringt, übertreffen Salzwasserkrokodile diesen Wert bei weitem. Sie können einen Biss mit einer Kraft von etwa 1600 Kilogramm, also 1,6 Tonnen ausüben. Diese enorme Bisskraft ermöglicht es dem Salzwasserkrokodil, eine Vielzahl von Beutetieren zu überwältigen, von Fischen über Säugetiere bis hin zu gelegentlich unvorsichtigen Menschen. Ihr kraftvoller Biss kombiniert mit ihrem imposanten Körperbau macht sie zu einem der gefürchtetesten Raubtiere in ihren natürlichen Lebensräumen, die sich von den Küsten Indiens bis nach Nordaustralien erstrecken. Platz Nummer 6, die Anaconda. Als nächstes haben wir die stärkste Schlange der Welt, die Anaconda. Diese massiven Schlangen, insbesondere die grüne Anaconda, sind für ihre beeindruckende Länge und ihre unglaubliche Körperkraft bekannt. Eine ausgewachsene grüne Anaconda kann bis zu 550 Kilogramm wiegen, was sie zur schwersten Schlange weltweit macht. Die Stärke der Anaconda liegt in ihrer Fähigkeit, Beute zu überwältigen und zu erdrücken. Anacondas jagen, indem sie sich um ihre Beute wickeln und mit einer Kraft kontrahieren, die der von mindestens 10 starken Menschen entspricht. Dies ermöglicht es ihnen, große und kraftvolle Tiere wie Hirsche, Jaguare und sogar schwarze Kaimane zu überwältigen. Einmal fest umschlungen, übt die Anaconda einen so starken Druck aus, dass sie ihren Opfern das Atmen unmöglich macht. Diese Art der Jagd macht die Anaconda zu einem der furchteinflößendsten Raubtiere in ihrem Lebensraum. Die Tatsache, dass sie nach einer großen Mahlzeit Wochen oder sogar monatelang ohne Nahrung auskommen kann, zeugt von ihrer außerordentlichen Effizienz als Jäger. Platz Nummer 5, der Blauwal. Das größte Tier, was jemals auf unserem Planeten gelebt hat. Diese majestätischen Meeresriesen beeindrucken durch ihre schiere Größe und auch durch ihre unglaubliche Kraft. Ein ausgewachsener Blauwal kann bis zu 200 Tonnen wiegen, eine Größe, die ihn zum Giganten der Ozeane macht. Die Stärke des Blauwals zeigt sich in verschiedenen Aspekten seines Lebens. Erstens besitzt er die Fähigkeit, 600 Pferdestärken zu erzeugen, eine Leistung, die mit der von Hochleistungsautos wie dem Aston Martin DB11 oder dem Porsche 911er Turbo vergleichbar ist. Diese Kraft ermöglicht es dem Blauwal, mit Geschwindigkeiten von bis zu 37 km/h über weite Strecken zu schwimmen und dabei enorme Wassermassen zu bewegen. Darüber hinaus können Blauwale mindestens 30 Tonnen ihres eigenen Körpergewichts durch das Wasser schieben, was ihre immense körperliche Stärke unterstreicht. Diese beeindruckende Leistung sind ein Zeugnis ihrer Größe, Kraft und Effizienz im Wasser. Platz Nummer 4, der Grizzlybär. Ein Symbol für rohe Kraft und Ausdauer in der Tierwelt. Grizzlybären, die in Nordamerika beheimatet sind, können Gewichte von bis zu 270 Kilogramm erreichen und eine Geschwindigkeit von bis zu 48 km/h. Trotz ihrer Größe sind sie überraschend wendig und kräftig. Die Stärke eines Grizzlybärens zeigt sich in seiner Fähigkeit, große Beutetiere wie Elche, Moschusochsen, Bisons und Rentiere zu erlegen. Ihre kraftvollen Vordergliedmaßen, ausgestattet mit langen, scharfen Krallen, sind perfekt geeignet, um Beute zu packen und zu halten. Diese körperlichen Merkmale kombiniert mit ihrer Aggressivität und Entschlossenheit machen den Grizzlybären zu einem der furchteinflößendsten Raubtiere des Planeten.
Interessanterweise sind Grizzlybären, obwohl sie kleiner als ihre Verwandten, die Polarbären sind, aggressiver und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Konflikte zu gewinnen. Dies ist teilweise auf ihre Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit in verschiedenen Umgebungen zurückzuführen. Platz Nummer 3, der Gorilla. Bekannt als einer der physisch mächtigsten Vertreter des Tierreichs. Diese imposanten Primaten, die in den dichten Wäldern Afrikas beheimatet sind, bestechen durch ihre beeindruckende Muskelkraft und Größe. Ein ausgewachsener männlicher Gorilla kann bis zu 400 Kilogramm wiegen und verfügt über eine enorme Stärke, die es ihm ermöglicht, Objekte zu heben, die mehr als 10-mal seines eigenen Körpergewichtes betragen. Die Muskelkraft der Gorillas ist gleichsam beeindruckend und entscheidend für ihr Überleben in der Wildnis. Sie nutzen ihre Stärke, um Nahrung zu sammeln, sich gegen Bedrohungen zu verteidigen und in sozialen Interaktionen innerhalb ihrer Gruppe zu dominieren. Trotz ihrer Fähigkeit zu immenser Kraft sind Gorillas in der Regel friedliche Tiere, die bekannt dafür sind, komplexe soziale Strukturen aufzuweisen. Die Gorillas leben in eng verbundenen Familiengruppen, geleitet von einem dominanten Silberrücken, der als Beschützer und Anführer fungiert. Diese sozialen Strukturen unterstreichen, dass Stärke bei Gorillas einerseits in physischer Form vorhanden ist und zudem in den engen Bindungen und dem Zusammenhalt ihrer Gruppe zum Ausdruck kommt. Die Gorillas als eines der stärksten Tiere der Welt sind ein Symbol für Ruhekraft und für die Bedeutung sozialer Beziehung und Fürsorge in der Tierwelt gleichermaßen. Und jetzt kommen wir zu einem Tier, das vielleicht nicht sofort mit roher Kraft in Verbindung gebracht wird, aber eine bemerkenswerte Fähigkeit besitzt, den stärksten Tritt unter den Tieren. Platz Nummer 2 ist das Zebra. Zebras, bekannt für ihre auffälligen schwarz-weißen Streifen, sind viel mehr als nur ein hübsches Gesicht in der Savanne. Die körperliche Stärke eines Zebras manifestiert sich vor allem in seinen kraftvollen Hinterbeinen. In Momenten der Gefahr ist ein ausgewachsenes Zebra in der Lage, einem voll ausgewachsenen männlichen afrikanischen Löwen mit nur einem Schlag zu töten. Experten schätzen, dass ein Zebra mit einem Tritt mit nahezu 1,5 Tonnen Kraft ausführen kann, was es zu einem respektablen Gegner in der Wildnis macht. Diese beeindruckende Tretkraft ist eine entscheidende Verteidigungsstrategie für Zebras, die sich häufig Raubtieren wie Löwen und Hyänen gegenübersehen. Durch die Fähigkeit, mächtige Tritte auszuführen, können Zebras sich und ihre Herde effektiv schützen und mögliche Angreifer abschrecken. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Platz. Wenn du bis hierhin noch bei uns bist, dann schreib doch gerne mal eine 7 in die Kommentare. Platz Nummer 1 ist der Herkuleskäfer. Ein Insekt, das in der Welt der Kraftakte wahrhaft gigantische Maßstäbe setzt. Der Herkuleskäfer, der zu den größten Käferarten zählt, kann eine beeindruckende Länge von bis zu 17 cm erreichen und bis zu 28 Gramm wiegen. Sein Name leitet sich von Herkules, dem Helden der antiken griechischen Mythologie, der für seine immense Stärke bekannt war, ab. Die wahrhafte Stärke des Herkuleskäfers liegt in seiner Fähigkeit, Gewichte zu bewegen, die bis zu 850 Mal seines eigenen Körpergewichts betragen. Diese unglaubliche Leistung ist umso bemerkenswerter, wenn man die Größe des Käfers berücksichtigt. Seine Kraft ermöglicht es ihm, Hindernisse zu überwinden und in seinem Lebensraum zu navigieren, was für seinen Überlebenskampf entscheidend ist. Neben seiner physischen Stärke ist der Herkuleskäfer auch für seine markanten Hörner bekannt, die sowohl als Verteidigungswerkzeug gegen Raubtiere als auch in Kämpfen mit Rivalen um Paarungsmöglichkeiten dienen. Während der Paarungszeit errichten und verteidigen männliche Herkuleskäfer energisch ihr Territorium, was Parallelen zu der legendären Stärke ihres Namensgebers zieht. Der Herkuleskäfer steht somit nicht nur für Ruhekraft im Tierreich, sondern ist auch ein faszinierendes Beispiel dafür, wie selbst die kleinsten Kreaturen über außerordentliche Fähigkeiten verfügen können. Seine beeindruckende Kraft im Verhältnis zur Körpergröße erinnert uns daran, dass Stärke in vielen Formen auftritt und oft dort zu finden ist, wo man sie am wenigsten erwartet. Wir haben nun eine beeindruckende Reise durch die Welt der stärksten Tiere abgeschlossen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau doch mal die hier zwei markierten weiteren Videos an. Die werden dich nämlich ebenfalls definitiv faszinieren. Ein Abo ist umsonst, um diesen Kanal zu unterstützen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Dein Team von D7.